So, und damit hallo und herzlich willkommen zur 106. Folge von Forza Horizon. Heute geht es mal mit einem Wagen weiter. Ich habe es ja am Ende der letzten Folge gesagt, und zwar fahren wir heute einen Wagen, der auch einen Elektromotor hat, und in diesem Fall sogar nur einen Elektromotor. Und zwar den rein elektrisch angetriebenen 2016er Tesla Model S P90D. Der Tesla ist ein kalifornisches Unternehmen, was mit dem Tesla Model S wirklich ein erster Konkurrent ist zur Oberklasse, zum Beispiel aus Deutschland, wie jetzt der S-Klasse oder BMW 7er oder anderen Autos. Hat sich auch mittlerweile am Markt etabliert. Und ja, das werden wir mal erfahren. Gucken, was der so kann, und hoffentlich sehr viel. Denn meine Erwartungen an den Wagen sind relativ hoch. Weil Tesla, der soll sehr sportlich sein, aber auch sehr luxuriös. Und sehr komfortabel natürlich auch. Und logischerweise auch wegen den Elektromotoren sehr effizient. Denn der Verbrauch ist natürlich bei 0,0 Litern, aber. Natürlich kostet Strom auch Geld, aber bei weitem nicht so viel wie jetzt die gleiche Menge an Benzin. Und der Wagen, der wird auch ganz gut abgehen, hat nämlich auch Allradantrieb. Dann auch nämlich unten im Wagen, unter den Fahrgästen sitzen dann die ganzen Batterien und davon endlos viel oder die Akkus. Der Wagen hat auch eine elektrische Reichweite von, lass mich nicht lügen, über 400 Kilometern. Natürlich je nach Fahrweise, aber es ist schon ordentlich. Für ein so großes und sportliches Fahrzeug, naja, mal gucken. Wir können sogar am Motor nichts machen, weil es ist ja kein Motor, aber was man hier hinten sehen kann, wir können was machen, nämlich Motor und Batterie. Und da kann man was nämlich nochmal einbauen. Wir sind fast Akkasse voll. Und ja, diese Kurven, die man da sieht, die Ramme, das ist nicht normal. Weil das Drehmoment beginnt natürlich bei einem Elektromotor sehr weit oben. Da war quasi, wenn du anfängst, das volle Drehmoment. Und dann geht es dann immer weiter runter. Das ist halt bei den meisten Autos anders. Da man baut sich das Drehmoment erst auf, und dann vielleicht einen Turbo-Punch oder so, und dann geht es wieder runter. Aber beim Elektromotor ist es gleich volle Kanne da. So ein süßes Drehmoment von 968 Newtonmetern. Fast 1000 Newtonmeter und circa 540 PS. Ist natürlich Hubraum 0 Kubikzentimeter, klar. Aber das ist schon mal nicht schlecht für die Daten, aber es geht noch mehr. Ach du Scheiße. Das Drehmoment geht dann hoch auf 1258 Newtonmeter. Und die Leistung auf 516 kW, das sind ungefähr 700 PS. Rein elektrisch. Denn elektrisch muss nicht langsam sein. Bei weitem nicht. Die waren ja schon mit dem Tesla Roadster erfolgreich. Ist quasi so ähnlich wie so ein Lotus Elise, kann man sich das vorstellen, oder so ein Lotus Exige. Nur halt rein elektrisch, und der war auch schon erfolgreich. Das ist nochmal eine ganze Ecke mehr hier, der Tesla. Das ist wirklich nicht nur so ein, das wirklich mittlerweile ein richtig erfolgreiches und beliebtes Auto. In Deutschland vielleicht nicht so, aber in Amerika, da verkaufen die Tausende von. Ich glaube, die waren sogar 2014 und 13 oder was, 2014 und 15. Auf jeden Fall waren sie das meistverkaufte Oberklasse-Auto oder Oberklasse-Limousine. Mehr als jetzt S-Klasse oder BMW 7er alles. So, wir könnten hier noch eine. Ah, kleine Lippe raufbauen. Gefällt mir natürlich. Das gefällt mir sehr. So, reifentechnisch, die Felgen gehen sogar nicht größer, aber es gehen bessere Reifen drauf. Ich würde sagen, können wir eigentlich machen, ne? Warum nicht? Rennreifen? Was soll da schon schief gehen? So, Reifenbreite. Hat er nicht die breitesten? Von Ami. Die haben ja eigentlich meistens nochmal so richtig dicke Schlappen drauf, aber der Tesla hier mal nicht. Deswegen auch jetzt hinten nur 305er. Aber reicht, denke ich mal, auch aus. So, Felgen. Ich würde sogar sagen, die lassen wir so, weil die finde ich eigentlich wirklich schön beim Tesla. Die passen auch dazu zu den Wagen. Och, der sieht doch geil aus, der Tesla, ne? Auch so ein bisschen. Das hat eine Limousine, aber auch so ein bisschen so coupéhaftig. Weil hinten so diese Linie halt schön so gleichmäßig und die nicht irgendwie so was Eckiges ist halt noch so. Sieht sehr elegant aus, finde ich. Und wirklich sehr schön. Und halt auch im Innenraum sehr, sehr leise. Weil Elektromotoren sind natürlich nicht laut. Du hörst ja fast gar nicht. Der Wagen hat eine irre Beschleunigung. Sogar der P90D mit Ludicrous Mode oder wie der heißt. Also dafür noch bessere Beschleunigung. Die sowieso schon krank ist, aber naja. Lassen wir uns mal überraschen. Alter, ne? 700 PS. Richtig tiefer geht er auch. So mustert. So, leichter geht hoffentlich auch, denn der Nachteil an diesen Elektromotoren, die sind halt sehr, sehr schwer. Deswegen liegt der Tesla auch in der Serie über 2 Tonnen. Ist ja nicht gerade wenig, aber es geht auch ein bisschen leichter hoffentlich. Oh ja, es geht noch ordentlich leichter, fast 500 Kilo.
auf noch gut 1,7 Tonnen. Immerhin. Ja, also der Wagen ist eigentlich jetzt so voll aufgebaut, würde ich mal sagen. Dann können wir eigentlich schon loslegen. Teile sind kostenlos, weil ich schon mal gefahren bin in den Wagen, aber ich weiß trotzdem, weil er ist cool. Aber ich bin mit dem Wagen davon noch nie Rennen gefahren. Also richtige. So, gibt es dann ein schönes Design. An sich dieses Blau, was ich schon gesucht habe, das ist eigentlich schon ziemlich sexy. Das mag ich. Ach du Scheiße. Der Police ist auch irgendwie cool, ne? Das hat auch was. Ach du Scheiße. Aber wirklich, wer macht das auf den Tesla rauf? Da die Forza-Theke, diese sehr extravagante Lackierung, das ja, Monster auf jeden Fall nicht. Der Police gibt es ja auch wieder. Ne, wir lassen mal dieses Blaue so, oder? Gibt es noch andere Farben? Ich guck mal. Ich weiß das gerade gar nicht. Und ja, ein paar Farben sonst auch so. Dieses Standardrot. Ist in Ordnung, aber finde ich jetzt nicht ganz so toll. Denn so ein. Also dunkelbraun-mäßig. Das sieht auch gut aus. Ja, so ein grün, nee. Blau sieht geil aus. Schwarz natürlich geht immer. Denn. Ja, hier noch was Helles, weiß. Das Blau lassen wir einfach mal. Die Felgen, die. Machen wir die vielleicht. Die machen wir nur schwarz, nicht Carbon. Komm, schwarz. Einfach, weil ich es kann. So. Und gleich werde ich euch erstmal die Beschleunigung demonstrieren. Die ist wirklich phänomenal. Was an dem Wagen eigentlich so sehr an? Sieht natürlich sportlich aus, aber jetzt nicht, dass er so mega krass abgeht. Das sieht man ihm natürlich nicht an. Wie jetzt einem Lamborghini oder sowas. Wie sie meistens erkannt aus. Das ist auch das gute Stück hier. Aus Kalifornien. Ein wunderschön blau. Rein elektrisch. Vorne auch so eine Art Fake-Kühler-Grill, aber vorne ist ja kein Motor. Ja, sieht schick aus. Noch kurz aus dem Innenraum hier. Was auch sofort da auffällt, da der Mittelkonsole, ist da dieses riesige. Es sind 17 Zoll, glaube ich, 17 Zoll Touch-Display. Das ist so groß wie ein halber Monitor. Aber da kann man eigentlich alles beim Tesla bedienen. Weiß ich, Klima, Navi, alles, was weiß ich, in der Reichweite, irgendwelche Modi, so alles eigentlich ändern bei dem Wagen. Noch in der Mitte hier der Tacho. Was der Wagen auch hat, ist eine Nutzbremse. Das heißt, beim Bremsen können wir durch Rekuperation Energie zurückgewinnen, die wieder in die Batterie eingespeist wird. Also beim Bremsen quasi könnt ihr die Energie wieder auftanken. Das ist cool. Aber reicht natürlich nicht, um den Wagen quasi dauerhaft zu fahren. Auch hier nur noch ein paar oben Panoramadach, aber sieht schick aus. So. Die Drehzahl, ne? Geht da bis 20.000 Umdrehungen. Und noch. Natürlich beim Wagen hört man nichts, weil Elektromotoren, die hört man eigentlich gar nicht. Die sind sehr, sehr leise. Anscheinend bei dem Wagen ist auch nicht drin, wie beim König ist ja gerade auch nur ein Gang. Aber diesmal rein elektrisch und kein Hybrid. Ist auch schön leise, ne? So richtig still hier. So, dann stelle ich mich mal in diese Richtung hier. So. Am besten gucken wir mal kurz, ob da noch was vielleicht geht am Getriebe. Ich weiß, der Wagen ist nicht so mega schnell. Ne, da geht leider nichts mehr. Aber da links, man sieht es, 0 auf 60 Meilen in 2 Sekunden. Das ist kein Scherz. Das ist wirklich ernst gemeint. 0 auf 100 Meilen, 4,7 Sekunden. Das ist eigentlich nicht mehr normal, aber das ist Teslas scheiß Ernst. 65 passt eigentlich. Top Speed leider nur 264, deswegen mehr geht da nicht. Auch Bremsweg ist auch super eigentlich. Also 60 Meilen, nur 33,8 Meter. Da war der Königsegg auch nicht viel besser. Naja, not bad. Also. Und dann. Ich halte mal kurz mein Maul und genieße das einfach. Zack. Das waren bei 250 km aus dem Stand. Mit Vollgas. Ja, also Elektromotoren, die können auch schnell sein, ne? Erstmal so aus 100. Zack. 150. 200. Das geht verdammt schnell. Das war eine Oberklassenlimousine. Mit 7 Sitzen, glaube ich sogar. Also bis zu 7. Du kannst auch noch 5 nehmen, aber es gehen auch 7. Alter.
Der Sound ist natürlich leider sehr mager. Auch aus dem Innenraum. Man hört nicht viel, ist aber auch gut so eigentlich. Natürlich ist auch ein lauter Motor stören beim Fahren. Zumindest für einige. Einige mögen das auch natürlich gerne. Welche Leute, die Autos mit Fleisch und Blut lieben, wollen auch den dicken Sound haben. Aber dem Wagen natürlich ist es kein wirklicher Sound. Und dieses leichte Surren oder Summen vom Elektromotor. Aber ist auch mal schön. Aber trotzdem sehr, sehr schnell. Also langsam ist der Kollege definitiv nicht. Also von der Beschleunigung zumindest nicht. Meine Topspeed, der ist natürlich lässt zu wünschen übrig. Aber was glaube ich in Forza Horizon 2 so war, da gab es den Wagen ja auch per DLC. Die haben noch mal ein Spiel drin. Und da konnte man das Getriebe auch noch die Besetzung ändern. Und es fuhr auch meines Wissens nach über 320. Das ist schon wieder, das ist wieder genug. Und hier leider nicht. Und die Weiber muss abbiegen. Finde ich sehr nett. Ich will noch mal zum Stand beschleunigen, komm. Einfach weil es so geil ist. So. Das war 0 auf 100. Es geht so schnell! Das stand halt 2 Sekunden. Sind vielleicht keine 2,0, aber sicherlich unter 3 Sekunden. Das ist natürlich für sein Auto. Das schafft eigentlich kein anderes, was ich kenne. Das so schnell abgeht. Das ist jetzt nicht mal die Steckversion vom Auto, ne? Es gibt noch stärkere. Ich glaube, auch der P100D hat, glaube ich, noch mehr Leistung. Schaffe ich, glaube ich, im schnellsten Modus an einer schnellsten Version 0 auf 100 2,1 Sekunden oder was? 2,3? Also nochmal ne, besser als der hier in der Serie. Also quasi dieses Auto, was ich jetzt gerade so fahre, gibt es als normalen Wagen zu kaufen. Mit dieser Leistung. Ich glaube, es hat noch mehr Leistung. Ich glaube, sogar 762 PS hat der mit der meisten Leistung. Also den Wagen, den ich gerade fahre, den kriegt ihr so zu kaufen. Das ist einfach nur, das ist geil. Auch hier so leise im Stadtverkehr. Und ihr könnt ja auch natürlich wieder an der normalen Steckdose aufladen, wenn ihr möchtet. Dauert natürlich auch sehr lange. Oder an sogenannten Superchargern. Das heißt, das sind solche Elektrotankstellen, die es in Deutschland gibt. Mittlerweile auch schon sehr, sehr viele. Da kann man, glaube ich, in einer halben Stunde 80% des Akkus wieder voll tanken. Das kostet halt auch wieder nicht so viel. Oder zumindest deutlich weniger als jetzt Benzin tanken. Deswegen, Elektrofahren ist auch eigentlich relativ günstig. Und das hat da ja auch einen guten Service mit, wenn es um die Sachen geht, dass sich Akkus austauschen, falls sie nicht mehr so gut sind oder irgendwas. Das macht Tesla eigentlich auch alles kostenlos. So, wir wollen aber noch ein paar Rennen fahren. Vielleicht so ein, zwei Stück. Würde er sagen zwei. Wir können ja mal hier das Rundstreckenrennen nehmen. Mach ich, Anna. So. Das war trotzdem noch ein sehr großes und sehr komfortables Auto. 100 Metern rechts abbiegen. Dann eher so ein Auto ist auch zum Reisen auch sehr gut geeignet, die Autobahn. In 400 Metern Lässt haben sich, wir denke ich Ihr Ziel mal, sehr entspannt erreicht. fahren. Hat immer auch genug Platz für Familie oder für, weiß ich, für den Urlaub. Kofferraum auch ein Riesenteil. Kann auch gut mit einkaufen. Ja, also bei Sie dem haben Wagen Ihr Ziel Fehler suchen, das erreicht. ist eigentlich schwer. Hat die Reichweite vielleicht. Aber es ist eher so die Gegenfrage. Welches Auto mit dieser Leistung kommt da noch weiter? Als 4 oder 450 Kilometer. Kommst du damit weiter sonst? Ich glaube, selten. Weil jetzt nimmst du, was ich, ein Lamborghini Aventador oder so ein Ferrari F12 mit der ähnlichen Leistung, wenn der Fall aufgebaut ist hier, der Tesla. Die verbrauchen, denke ich mal, so viel, dass auch der Tank nach der Kilometerzahl leer ist in der Meisterschaft nicht. Deswegen, das finde ich in Ordnung. WC ist besser. Das war mal bei einer Aufnahme, glaube ich. Kann das sein? Ne, das waren einfach nur so. So, das hier ist Super Saloons. Logischerweise. Wir machen mal. Wir nehmen mal drei Ründchen. Das passt eigentlich Mittag bedeckt. Wir fahren sogar mal am Morgen. Aber nicht an einem Morgen. So. Auf S1, ja? Das ist schon nicht gerade langsam. Das war nicht so schnell wie der Königsdeck aus der letzten Folge, aber dennoch kein Zuckerschlecken hier mit dem Wagen. Der Model S. So, Audi sehe ich hier, BMW, Lexus, hier noch ein Tesla. Der Lexus, ey, ach du Scheiße. So.
Mitfahren natürlich hier Tesla, Lexus RCF, M4 GTS, Alter, nicht schlecht. Ein RSV Avant, M4, Lexus GS 350, ein ISF, ein IS 350, ein Jaguar XES, sehr schön. Und noch ein RS5. Also mit der Konkurrenz. Aber auch als einer der Wegen hier wie Audi Allrad. Ja, nicht schlecht, ne? Mit schönen Sounds von meinem M4 vor mir. Uiuiui. Ey. Leute. Uiuiui, aber. Guck an, jetzt schon zweiter. Auch vielleicht nicht ganz fair, aber trotzdem. Es ist so still um mich. Ach, ist das schön. Was ist denn da vor mir? Das ist ein BMW. Naja, M4 GTS, oder? Ja. Oh. Ja, war mein Fehler. Spule ich jetzt mal nicht zurück. Will ich, glaube ich, eh noch aufholen. Weil der Wagen ja schon übel, ne? Der ist schon übel. 700 PS. Rein elektrisch. Es ist echt immer so ruhig, so ungewohnt. Du hörst einfach gar nichts. Beschleunigung ist geil. Ich ziehe gerade auch hier den M4 ab. Weil bin dabei, ihn abzuziehen. Hallo, mein Freund. Alter, so krass einfach. Man ist immer so einen richtig lauten oder an sich einen hörbaren Motor gewöhnt. Aber hier einfach so, das ist wirklich gar nichts. Mucks, ein bisschen schnell ist es in dem Auto. Also motortechnisch. Natürlich in dem Auto gibt es auch normale, weiß ich, Abrollgeräusche von den Reifen oder so oder irgendwas anderes. Wind hast du natürlich auch, aber vom Motor hast du nichts. Und das ist halt so leise und so dann auch schön, so ruhig. Da ist ja leider BMW. Wenn wieder schön fährt. Diesen schönen Sechszylinder. Aber ich brauche sowas nicht. War ja schön umweltfreundlich. Zumindest jetzt. Kommst du nicht an, BMW? Ja. Das war natürlich geplant. Das müsst ihr so machen. Ah, der M4, der kommt nicht hinterher. Die Kurve am Bremsen ist nicht ganz so einfach. Tja. Das ist ein schöner M4 GTS, der ist richtig geil, aber. Tja. Das ist aktuell besser. Das ist schon ein bisschen peinlich. Ich habe auch mehr Leistung natürlich, aber ich meine, es ist ein M4 GTS. Das ist schon. Das ist richtig, richtig geil. Das ist was richtig Böses. Auch für die Rennstrecke. Kommt jetzt so ein Dick Army ohne richtigen Motor. Ja. Und direkt auf dem ersten hier. Das ist auch locker. Also da kommt noch nicht wirklich ran, der BMW. Obwohl ich hier auch so scheiße fahre. Aber bei Rundzeiten ist er da vielleicht sogar besser. Ich weiß gar nicht. Hat er vielleicht so eine 58, 59er Zeit? Mal gucken. Ah, oder nicht. Ich habe aktuell noch die beste Rundenzeit. Lass mal durchs Ziel fahren. Ich denke mal, sollte keiner besser gewesen sein als ich. Nö. Eine halbe Sekunde besser als eine M4 GTS. Das ist eine schöne Packung, glaube ich. Dieser Lexus ist da, Alter. Wie kann man den so veranstalten? Naja, war gewonnen. Ja, der ist gut. Fährt sich natürlich auch sehr einfach. Ist auch richtig gut auf der Rennstrecke hier. Ich denke mal, sowohl auf A als auch auf S1 wirklich ein gutes Auto, auch für Anfänger. Der ist halt auch einfach zu fahren, aber du brauchst nicht schalten. Deswegen auch nicht so kompliziert. Kannst so viel Gas geben. Was mir auch sehr gefällt. Naja, aber ich würde sagen, ein Rennen geht noch. Komm, einer geht noch. Dann würde ich mal sagen, wir machen noch ein Sprintrennen. Ist die Frage, welches? Was haben wir denn da Schönes? Ist hier irgendwo eins? Nee, nee, nee. Oder noch ein Straßenrennen?
Irgendwie auch lustig, ne? Ich probiere mal das hier. Bisschen Wheelspin, aber. Ja, wieder der Grip hier und dann. Ja, schön hart beschleunigen. Hier ist wirklich nichts. Alles ist wirklich sehr ruhig hier im Video, wahrscheinlich. Wenn ich gerade nicht rede. Mach ich, Anna. Aber es wird in der nächsten Folge natürlich wieder ein Auto mit Sound geben, keine Angst. Wäre jetzt hier kein Öko geworden oder so. Wäre ich, glaube ich, auch nie. Mach ich doch, Anna. Bleib doch mal ruhig. So. Ist einfach da. Ja, Kurvenlage ist nicht ganz so toll. Das ist auch nicht gerade der leichteste. Bremsen. Danke. So, Straßenrennen, Strandflitzer. Strandflitzer ist er eigentlich auch. Naja. Mal gucken, ob diesmal auch für den Sieg reicht. Jetzt auf S1 fahren auch deutlich andere Autos mit, denke ich mal. Und nicht jetzt nur Super Saloons. Auch vielleicht welche Sportwagen oder Supersportwagen. Also, weiß ich mal, dann Supercars hier, ne? Da könnte ich Probleme kriegen, aber wir probieren es mal. So. Genau, das meine ich nämlich damit. MC12, hier. Jaguar. So, wir gucken mal kurz durch. Was das so mitfährt, genau. MC12, F3 Project 7, F12, normaler Bentley, BAC Mono, Bugatti EB110, M4 GTS, Aston Martin Ventures S, FF und ein Lotus 211. Und natürlich auch meine Wenigkeit. So, der Start sollte ich eigentlich gewinnen gegenüber allen anderen. So, Bentley, du bist zu schwer. So, das Supersports, ne? Das war klar, die bremsen wieder auf 30 km/h ab. Jetzt natürlich nicht ganz, aber das ist übertrieben, aber wirklich. Das ist bei der G manchmal echt schlimm. Die mega hart, die einfach nur abbremsen. Oh Jaguar. Jetzt putz hier durch. Vor mir F12, interessant. Vorne der Maserati wahrscheinlich. Ja moin. Ja, erster. 30%. Ob das so bleibt, ist eine andere Frage. Weil ich habe nämlich auch Top-Speed-Probleme, was man auch gleich sehen wird. Das ist aber sowas wie F12 natürlich was anderes dagegen. Der hat auch noch eine Kamera mehr drauf. Weil er mal richtig Gas gibt. Naja. Ich will die einfach nicht vorbeilassen. Was versuchen zumindest. Naja. Uiuiui. Ui. Ja. Das war ein Glück. Ja, lieber ein bisschen vorher gebremst als zu spät. So. Zack. Uiuiui. Ui. Das ist schon eine Maserati, ey. Das sieht so geil an. Das war ein bisschen zu weit außen. So. Man merkt noch ein paar Kurven bis zum Ziel. Wahrscheinlich wieder ein erster Platz. Trotz wirklich auch sehr guter Konkurrenz. Das sind sehr nette Autos, die da mitgefahren sind. Finde ich eigentlich alle ziemlich geil. Aber kann halt nur einen Sieger geben. Und der bin gleich ich, nachdem ich zurückgespult habe. So, was ist denn da mir? Ich sehe das gar nicht. Wieder da Maserati, oh, die Kurvenlage. Obwohl, die geht sogar. Tja, reicht nicht für dich, mein Freund.
reicht einfach nicht. Ach, der Maserati war es, oder? Oder MC12, dann F12. Ah, wer jetzt gedacht? Und auf letzten Date der Army 11. Oh. Also, ich würde mal sagen, eine minimale Dominanz. Deswegen Tesla, das ist nicht einfach nur so ein Auto, was da ist. Das ist wirklich was Ernstzunehmendes. Und das macht den Wagen so geil. Also er scheint besser, oder er ist besser, als er eigentlich scheint. So war das. Ich habe umgekehrt. Also wirklich ein sehr, sehr cooles Auto. Deswegen auch hier wieder sage ich euch, kauft den euch. Wenn ihr den nicht habt, der ist geil. Ja. Forza, was war das jetzt? Okay. Ich wollte die Folge eben beenden, aber Forza hat sich abgeschmiert. Alles klar, ja. Jetzt bedanke ich mich bei fürs Zuschauen und hoffe, dass wir uns auch in der nächsten Folge wiedersehen. Wenn es dir da was geben wird, mit einem richtigen Motor, mit ordentlich Sound, auch, denke ich mal, mit ein wenig Leistung, hoffe ich zumindest. Ob er mehr PS haben wird, das weiß ich gerade auch nicht, das kann ich euch gerade nicht sagen, muss ich auf meine Liste gucken, aber seid gespannt. Und dann würde ich sagen, ich bin raus und ciao.